Aha. Dr. Amari? Ja. Warte mal. Ich kenne dich. Die Erinnerungsinduktion. Vault 111? Um was geht es? Doktor, du musst den Tod selbst rückgängig machen. Bitte was? Ich hätte es etwas anders ausgedrückt, aber es stimmt. Wir brauchen die Erinnerungen eines Toten. Er heißt Kellogg. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Bitte. Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Sorry, ich muss... Könntest du das wie Dr. Frankenstein sagen? Hol mir das Gehirn, Igor. Nein, kann ich nicht. Also, hast du es? Ja. Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Ja, klar. Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Warte mal. Nick ist ein älteres Synth-Modell. Ist er kompatibel? Das frage ich mich auch. Wenn wir Glück haben, passt alles. Selbst wenn es funktioniert, würde Mr. Valentine ein enormes Risiko eingehen. Es geht darum, etwas an sein Gehirn anzuschließen. Keine Sorge, Amari. Legen wir los. Mann, ich... Ach komm. Als nächstes schließen wir dich an einen Toaster an. Schön, dass du selbst dann Witze auf meine Kosten machen kannst, wenn mir ein Fremdkörper in den Schädel geschoben wird. Oh, ich feiere diese sarkastischen Antworten. Wie ein alter, zahnloser Söldner. Zieh mich raus, okay? Es geht los. Okay, ich hab ein bisschen Angst. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Sag mir, dass du eine Lösung hast. Mal nachdenken. Die Verschlüsselung ist zu stark für einen Geist. Aber was, wenn wir zwei benutzen? Nein. Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Nick und ich in einem einzigen Geist? Ich sehe ihn dann aber nicht in kompromittierenden Positionen, oder? Könnten wir alle Probleme mit klugen Sprüchen lösen, hätten wir deinen Sohn schon gefunden. Nein, keine Sorge. Die einzigen Erinnerungen, auf die du zugreifst, sind die im Implantat. Okay, dann go. Okay, legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Easy. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Soll ich, Soll ich das Ding hier ausziehen, was ich da anhabe, oder ist das vollkommen in Ordnung? Ich setze mich da einfach rein. Okay. Warte, dann ich stelle mich mal gerade hier in die Ecke. Ich ziehe mir meine zweite Haut aus. So. Ad Victoriam, Junge. Ad Victoriam. So. Let's go. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Kein Plan. Please stand by. Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Mnemonische Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Hörst du mich? Ah, gut.
Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Okay, muss man hochlaufen. Das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Aha. Und dort oben müssen wir hin, oder wie? Okay, okay. Boah, wie abgefahren ist das bitte? Das erinnert mich ein bisschen an Dishonored. Wenn man in diesem Dingens vom, ich weiß die ganzen Namen nicht mehr. Vergiss nicht, weißt du. Du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Okay. Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Raiderbanden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Vielleicht war er früher kein solches Arschloch. Oh, das ist ein Witz. Was bedeutet das, Mama? Ach, nichts, Conny. Die Leute reden gern und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. Mein Lehrer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher, wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schick dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Ich geh raus. Wo zur Hölle hast du meine Stiefel hingestellt? Hör zu, Conny. Hier, nimm. Du bist jetzt alt genug. Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Dein Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Und was du im Radio hörst, nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Du warst schon immer mein guter Junge. Willkommen in Amerika. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! Ich komme. Versuch's mal mit der. Kann man eigentlich runterfallen? Nee, okay. Okay, das war die Erinnerung. Da oben haben wir noch eine. Mal gucken. Gucken, was uns da jetzt erwartet. Vielleicht ein bisschen fortgeschritten schon. Ich. Okay, und das ist die Mutter? Alles gut, Sarah. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sarah. Du musst uns eine Chance geben. Ich habe endlich eine feste Arbeit. Gut bezahlt ist sie auch. In der RNK gibt es sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie ich wirken weiß, ziemlich aber unerfahren. Da komme ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe, dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche Ach, komm, habe? Komm, du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig.
Da muss ich nur dumm rumstehen und böse dann gucken. Dann haben Sie ja genau den Richtigen ausgesucht. Hör zu, es wird bestimmt schön hier. Hier, damit werde ich dich und Mary beschützen. Versprochen. Ich weiß, Conny. Wir werden hier bestimmt sehr glücklich werden. Ja, das werden wir. Du wirst sehen. Schon gut, ich nehm's. Suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Muss ja irgendwo einen Schnitt geben. Aha, da unten ist etwas Kanalartiges. Wie so ein U-Bahn-Tunnel oder sowas. Da sind wir ja schon durch einige durchgebrettert mittlerweile. Mal gucken. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Klar. Nur, dass du es weißt. Sie sind krepiert wie Hunde. Und du hast sie allein gelassen. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Geil, ist ja wie bei der Telekom hier. Oder bei der 11880. Moment, wir verbinden sie. Ja klar, kein Ding. Okay. Wer war diese Stimme? Das frage ich mich gerade. Kam mir auch überhaupt nicht bekannt vor. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. Also, du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. Diese Familie in den Fluss runter? Was für eine Familie? In welchen Fluss runter? Reden die von uns? Ich habe mich schon die ganze Zeit, ob Kellogg vielleicht der Typ war, der bei uns an der Tür geklopft hat. Weißt du, was ich meine? Aha. Kellogg, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Sie arbeiten also für das Institut. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Es gab alle möglichen Gerüchte über das Institut. Aber mir war schnell klar, dass es oft einfach als Buhmann herhalten musste, wann immer etwas Schlimmes passierte. Es existierte, ja. Aber die Leute dort hatten keine Ahnung von der Arbeit an der Oberfläche. Sie verließen sich bei allem auf ihre Sims. Sie hatten die Mittel, die ich brauchte. Und ich hatte das Wissen, das sie brauchten. Wir hatten ein dauerhaftes Arrangement, was mir gut in den Kram passte. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Die ersten Sins waren nicht allzu beeindruckend. Ich bin gut. Aber so gut nun auch wieder nicht. Das Institut stellt hier doch einen nach dem anderen her. Macht sich jedes Mal ein bisschen besser. Sie sind mir immer noch unheimlich. Aber wer mit dem Institut arbeiten will, muss sich an sie gewöhnen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748.
Systeme offline. Beeindruckend. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Langsam geht uns das Hirn aus. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Okay, also das war erst alles auf Kippe und jetzt sind sie schon aber doch Verbündete. Oh Gott, nicht schon wieder. Ich suche schnell eine andere Erinnerung. Versuch bitte ruhig zu bleiben. Ist das nicht da, wo wir auch drin waren? Ist das nicht hier? Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Aber sie brauchten mich. Und ich sorgte dafür, dass ihnen das klar war. Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren haben. Aber wir hatten unsere Befehle. Der alte Mann wollte wohl nicht so viele ungelöste Probleme. Zu dumm, dass er die eine Person am Leben ließ, die er hätte töten sollen. Ja, das sehe ich genauso. Sind wir das? Nee, ich glaube nicht. Nora, das sind wir! Alter, ja, das sind wir! Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Und ja, er hat mich an sie erinnert. Ich bin zwar ein kaltherziges Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Aber es war besser so herum. Besser, als ihr das Kind zu rauben und sie dann am Leben zu lassen. Heißt das, er hat beide getötet? Nein. Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, ihn am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einem verweichlichten Vaultbewohner schon fertig werden, falls er aufgetaut würde. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald rausfinden werden, was ihnen blüht. Wenn er mich ausschalten konnte, werden sie sich nicht lange vor ihm verkriechen können. Okay, eine Meinung und ein Eindruck von Kellogg, den ich jetzt so nicht erwartet hätte. Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren. Alles klar. Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren. Warte, da ist gerade ein Fehler in der Matrix. So, jetzt. Okay. Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Bist du soweit? Okay, wir sind jetzt quasi nachdem wir eingefroren wurden, nachdem uns Nora und Kinder und Co. weggenommen wurden. Und jetzt sind wir quasi in der Gegenwart, wenn du so möchtest. Also kurz einige Monate, Jahre vor dem Tod von Kellogg. Bevor wir ihn getötet haben. Ist das dein Sohn? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Alter, schon. Ist doch gut, oder? Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Was? Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Was? Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger.
Kellogg. Schon gut. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wenn du mal so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich habe nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Die neuen Synths könnten problemlos als Menschen durchgehen. Was? Und manchen ist das auch gelungen. Aber die Runner wurden so gebaut, dass sie nicht erkannt werden. Sie waren Tötungsmaschinen. Schnörkellos und einfach. Klüger, stärker und schneller als fast jeder Mensch. Zum Glück waren sie immer auf meiner Seite. Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Verger. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Wow, da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja. Stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. X688, bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Wow. Mach's gut. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Alles klar. Und deshalb auch diese extremen energetischen Schwingungen, die die Bruderschaft gespürt hat. Wenn die sich teleportieren, deshalb. Und deswegen verschwinden die auch immer wieder. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Wo ist Nick? Digga, wo ist... Okay, warte. Wenn ich mir das nächste Mal eine Lebensgeschichte ansehen muss... Möchte ich Popcorn. Also wenn du fit genug bist, um Witze zu reißen, würde ich sagen, dass dein Zustand nicht kritisch ist. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Wir haben, was wir wollten. Das Institut kommt per Teleportation rein und raus. Ja, ihr größtes Geheimnis ist jetzt offenbart. Aber das bringt uns nur weitere Fragen. Wie funktioniert das? Was machen wir als nächstes? Dieser Wissenschaftler, den Kellogg gesucht hat. Virgil, wir müssen ihn finden. Du hast recht. Ein abtrünniger Wissenschaftler könnte uns viele Fragen beantworten. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin. Egal wie verzweifelt er ist. Dann ist er schon tot. Das ist Zeitverschwendung. Nein, er ist sicher nicht grundlos dorthin gegangen. Er muss noch leben. Er war sicher vorbereitet. Bedenke, uns fehlen die Alternativen. Du musst ihn suchen, in diesem Meer aus radioaktiver Asche. Oh, ich gehe da einfach nackt rein. Drück mir die Daumen, dass ich Superkräfte bekomme. Ich weiß, dass das ein Witz war, aber als Arzt muss ich dich darauf hinweisen, dass ungeschützter Kontakt mit Radioaktivität dich nur tötet. Tod. T-O-T. Also finde eine Möglichkeit, das alles unbeschadet zu überleben. Und viel Glück. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Alles klar. Danke. Das leuchtende Meer. Finde Virgil im leuchtenden Meer und ich habe ein bisschen Angst. Achso, warte mal, ich muss meine Dings hier mitnehmen. So. Sprich mit Nick. Alles klar, das machen wir auch, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir mal,
was das wird.